Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Spiel gegen Holstein Kiel. Endstand 1:1 vor 3603 Zuschauern. Ich darf beide Trainer ganz herzlich begrüßen. Marcel Rapp von Holstein Kiel und unseren Trainer Thomas Oral. Und ja, Marcel, du hast das erste Wort als Gästetrainer. Bitte schön. Ja, ich bin natürlich sehr enttäuscht über das Ergebnis, wenn man hier bis kurz vor Schluss 1-0 führt, einen Elfmeter noch verschießt und dann mit dem Unentschieden rausgeht. Ich würde dich sehr enttäuscht als Trainer. Ich habe eine Kieler Mannschaft gesehen, die gut ins Spiel gekommen ist, die das Pressing gut überspielt hat, die in den ersten 10 Minuten zwei Chancen hatte, eine gute Chance, eine Möglichkeit aus meiner Sicht und dann ein Stück weit einen Faden verloren hat, weil wir dann in der Spieleröffnung einfach sehr riskant waren und es vielleicht so ein bisschen auf die Spitze treiben wollten und deswegen dann Sandhausen ins Spiel gekommen ist. Zweite Halbzeit geht los, machen gleich ein Tor. Verteidigen dann gut. Ich glaube, über das ganze Spiel habe ich keine Chance von Sandhausen gesehen, außer bei Standardsituationen. Machen die Jungs richtig gut, haben dann Konterchancen. Jetzt nicht so noch und nöcher, aber ich glaube, keiner hat heute ein Spektakel erwartet aus unserer Seite, sondern es ging einfach darum, drei Punkte zu holen. Hatten Kontermöglichkeiten, haben dann den Elfmeter, den wir verschießen. Und hinten raus, Einwurf, fällt runter, schießt ihn ins Tor. Sehr, sehr unglücklich und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, so, warum fahren wir heute hier mit einem Punkt her und nicht mit drei? Und das ist ja jetzt bei uns schon öfter so gewesen, dass wir oftmals, ich als Trainer oft hier sitze und sage, naja, wir haben einen Punkt geholt, aber eigentlich war mehr drin. Das sind so die Fragen, die wir uns stellen müssen und dass es aufzuarbeiten gilt. Vielen Dank. Marcel, danke schön. Thomas, bitte. Ja, ich denke, dass wir heute eine Sandhäuser Mannschaft gesehen haben, die gegen einen Gegner gespielt hat, der nichts zu verlieren hat. Das konnte man dann auch sehen, ja, frei aufspielen konnte. Nichtsdestotrotz haben wir am Anfang versucht, gut zu pressen. Der Gegner ist zwei, dreimal sehr gut rausgekommen, so wie es der Kollege schon gesagt hat. Da hatten wir dann aber unheimlichen Willen im Umschaltmoment. Und da muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Da hat sie keinen Millimeter nachgelassen. Dann waren ein paar Situationen, wo wir selbst in Führung hätten gehen können, mit ein bisschen Glück oder ein bisschen mehr Konsequenz. Gerade bei dem einen Freistoß, wo die Jungs sich was einfallen lassen haben, haben wir den Gegner überrascht. War nicht so einfach direkt zu machen, wenn man die Bilder sieht. Aber nichtsdestotrotz war es dann doch so ein Spiel, wo du das Gefühl immer hattest, die eine Mannschaft hat viel zu verlieren, die andere Mannschaft hat fast nichts zu verlieren, weil sie eigentlich so gut wie gesichert ist. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Und dann aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir einmal wirklich nicht so an den Leuten waren, um die Flanke zu verhindern, geraten wir in Rückstand. Wir mussten mehr Risiko nehmen. Der Gegner kommt natürlich zu Konterchancen. Aber ich habe auch eine Kieler Mannschaft in der Vergangenheit gesehen, die anderen Mannschaften das Leben viel, viel schwerer gemacht hat, zu viel mehr Torchancen in dem Spiel gekommen sind. Aber wir haben sie doch ganz gut weit weg von unserem Tor gehalten. Hatten dann eine Situation, wenn ich den Worten vom Presi glaube, dann ist es so, dass wir gerade nach dem 1-0 dieses Ding abgepfiffen bekommen, wo Presi ganz klar sagt, dass man den geben muss eigentlich. Dann fragst du dich auch, warum wir einen Videoschiedsrichter haben, dass wir es nicht nochmal kontrollieren. Aber wenn es dann so eindeutig gewesen ist, wie der VAR denkt, dann muss man das auch hinnehmen. Und die Situation, die zum Elfmeter führt, die war sehr unglücklich. Da darf der Höhni nicht so hingehen. Das war dann ein klarer Elfmeter, den wir dann pariert haben. Kieler haben uns am Leben gelassen und die Mannschaft hat den Glauben dann verfestigt, dass sie trotzdem noch einen Punkt holen kann. Und ich glaube, aufgrund der 90 Minuten, ja, wenn man die Chronologie erstmal weglässt von dem 1-0 und den Elfmeter, denke ich, dass es ein absolut verdienter Punkt ist. Und wenn wir in Führung gehen heute, wäre ich mir absolut sicher gewesen, dass wir das Ding auch gezogen hätten. Thomas, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen der Kollegen. Klaus Weber, Rhein-Neckar-Zeitung. Bitte schön. Ja. Aber Sie die Situation gesehen, die zu dem Abgepfiffen oder zu dem Tor geführt hat, das dann doch nicht gegeben wurde, aber Sie es inzwischen schon sehen können, hätten was geben können oder was Korrektes zurückgenommen wurde? Nee, ich habe es noch nicht gesehen, aber meine Antworten sind immer die gleichen. Ich bin Trainer und kein Schiedsrichter und ich glaube, wenn ich jetzt als Trainer was dazu sage, dann lesen das irgendwelche Schiedsrichter, die vielleicht unterklassig pfeifen und denken sich auch, so, warum erzählt er mit Halbwissen irgendwas? Ich glaube, man sollte dann den Leuten schon vertrauen, die das machen. Die kriegen ja Geld dafür, die werden auch bewertet dafür. Und deswegen glaube ich, dass die das Pfeifen dann mit bestem Wissen und Gewissen machen und werden das schon richtig pfeifen. Nochmal, Klaus. Sie haben der Herr Ritzmeier eingewechselt, dann wieder ausgewechselt. Das war rein taktisch, einfach um mehr Offensive noch zu bringen. Genau so war es. Und dann
noch der Frank Wiener, der jetzt in der letzten Woche eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Das Tor, hat er sich jetzt ein bisschen näher an die Mannschaft dran gespielt? Hat er sich empfohlen? Ich weiß nicht, wo er keine Rolle gespielt hat. Man hat sich Gedanken gemacht, wie man den Spieler verpflichtet hat. Bei mir spielt er schon die ganze Zeit eine Rolle. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank unseren Gästen. Einen guten Heimflug nehme ich an, eine gute Heimfahrt. Und für uns geht es weiter schon am kommenden Freitag dann beim Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betze. Bis dahin gesund bleiben. Dankeschön. Tschüss zusammen.